Wenn Akkus zum Beispiel unter 3 Volt sind, dann muss man die Leistung beobachten, nicht zu weit aufdrehen. Wenn ich da zum Beispiel jetzt aufdrehe beim EMF, geht das rauf über 50 oder an die 50 Watt. Da muss man aufpassen, gell, dass nicht der Transistor dann Schaden nimmt vom EMF. Deshalb vorsichtig langsam hochfahren. Wenn man sieht, wenn man da mehr Power drauf gibt, geht das natürlich rauf. Aber schön langsam die Zellen starten.